Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Kennwort unter Windows 8 bzw. unter Windows 8.1 ganz einfach entfernen könnt. Und das sowohl beim lokalen als auch bei einem mit Microsoft verknüpften Konto. Viel Spaß beim Zusehen! Wenn euer Konto lokal auf eurem PC gespeichert ist, habt ihr euch wohl den einfachsten Weg ausgesucht, euer Kennwort zu entfernen. Ihr drückt einfach die Windows-Taste und gebt Kennwort ein. Dann kommt ihr hier zu den Anmeldeoptionen, die öffnet ihr einfach und dann habt ihr hier Kennwort. Ein sicheres Kennwort verbessert den Schutz eures Kontos. Falls ihr schon ein Kennwort habt, drückt ihr einfach auf Ändern, gebt euer aktuelles Kennwort ein, klickt auf Weiter. Und hier bei neues Kennwort, Kennwort erneut eingeben und Kennwort Hinweis drückt ihr einfach gar nichts, also gebt ihr gar nichts ein und klickt auf Weiter. Klickt auf Fertigstellen und schon ist euer Kennwort entfernt. Wenn das Konto allerdings mit Microsoft verknüpft ist, sieht die ganze Sache ein wenig anders aus. Wir können zwar genau wie vorher jetzt auch die PC-Einstellungen ändern, beziehungsweise unter Windows einfach Kennwort eingeben und so zu den Anmeldeoptionen gelangen. Allerdings können wir hier das Kennwort nur ändern und nicht entfernen. Ich kann euch das zeigen, wenn wir hier auf Ändern klicken, dann lädt er das aus dem Internet runter, deswegen dauert das auch so lange. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten. Dann können wir hier unser altes oder müssen unser altes Kennwort eingeben und können dann hier ein neues Kennwort erstellen. Allerdings können wir jetzt nicht einfach auf Weiter klicken, sondern wir müssen ein neues Kennwort eingeben, um diesen Schritt ausführen zu können. Das heißt, wir können unser Kennwort hier nicht einfach entfernen, indem wir nichts eingeben. Ich breche die ganze Sache ab und zeige euch, wie das Ganze stattdessen geht. Ihr drückt einfach Windows und R, dann öffnet sich das Ausführen-Fenster. Bei mir öffnet sich das blöderweise immer auf meinem sekundären Monitor. Und hier gibt ihr jetzt ein NETPLWIZ und klickt auf OK. Dann kommt ihr hier zu den Benutzerkonten. Ihr seht hier jetzt schon die ganzen angemeldeten oder registrierten Benutzer an diesem PC. In meinem Fall bin das jetzt nur ich mit meiner E-Mail-Adresse, die ich auch bei Microsoft verwende, also appleguard26@gmail.com. Ich bin Administrator, logischerweise. Und jetzt müsst ihr einfach folgenden Schritt machen. Ihr müsst einfach auf Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben, drücken und somit den Haken entfernen und dann auf Übernehmen drücken. Als nächstes fragt euch die automatische Anmeldung nach eurem Kennwort, damit auch wirklich ihr diesen Schritt macht und nicht irgendjemand anderer. So, wir geben hier also einfach unser altes Kennwort ein und bestätigen das Ganze noch einmal und klicken auf OK. Klicken dann nochmal auf OK und schon ist euer Kennwort entfernt. Ihr müsst euren PC jetzt allerdings nochmal neu starten, damit diese Änderungen wirklich wirksam werden. So, das war's dann auch schon wieder von meiner Seite. Jetzt seid ihr an der Reihe, um diese Änderungen auszuführen. Wenn euch das Ganze gefallen bzw. geholfen hat, dann zeigt es mir doch durch einen Daumen nach hoch oder durch ein Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, Leute.